Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder am Bilsterberg. Rolf ist auch am Start. Heute geht es allerdings nicht auf die Strecke, sondern 10-mal geiler. Rolf hat schon den Kopf geschüttelt, weil wir haben Deutschlands wahrscheinlich günstigsten Samurai hier am Start. Kein Spaß, das Ding gehört ein Kumpel von mir. Hat er vor ein paar Jahren gekauft für 2400 Euro. Der wollte einfach ein bisschen Offroad-Spaß erleben. Ich bin absolute Jungfrau in Sachen Offroad-Fahren. Aber der Bilsterberg hat auch einen Offroad-Park. Genau. Da kommen wir später zu. Jetzt kurz zum Auto. Suzuki Samurai 1,3 Liter, 60 PS. Heckantrieb, zuschaltbarer Allrad mit Untersetzung, wenn es nötig ist. Film mir da rein. Top-Zustand. Checkheft gepflegt. Kommt frisch vom Service. Pioneer-Radio, Klimaanlage. Alles, was das Herz begehrt. So. Mittlerweile sind die Dinger, glaube ich, ein bisschen teurer, weil man erkannt hat, wie gut die Teile im Gelände funktionieren. Und genau das werden wir heute hier überprüfen. So, jetzt haben wir ja hier ein bisschen was, hast du ja gesagt, hier müssen wir unbedingt anfangen. Ja, also wir haben es grundsätzlich aufgeteilt, kann man ja vielleicht schon ein bisschen sehen, wer sich mit Skipisten auskennt, der sieht das auch die Schwierigkeitsgrade. Gelb haben wir für die meisten unserer Kunden, die fahren hier mit SUV-Fahrzeugen durch, aber wir haben halt auch wie beim Ski blau, rot, schwarz und dann auch nochmal gestrichelt schwarz, das Out of Bounds, die 8, die geht glaube ich mit dem Auto nicht, aber sonst ist es relativ gut befahrbar, auch einmal rum, sage ich mal, in beide Richtungen sind ca. 5 Kilometer trassiert, was man so gar nicht so unbedingt sehen kann, weil das ja im Wald liegt. Ne? Du 5 hast ja auch Kilometer? 5 Kilometer. Das ist ja länger als die Strecke eigentlich. Ja, wenn du das mal siehst, also in beide Richtungen gefahren. Du bist beim Offroad, machst du ja immer in beide Richtungen, also und dann alle jede Strecke einmal andersrum und dann bist du bei 5 Kilometern. Hast mehrere Sektionen, was wir gleich noch sehen werden, auch entsprechende Sektionslängen, verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wir haben hier tatsächlich die berüchtigten 45 Grad, also 100% Steigung. Mhm. Müsste mit dem Apparat aber auch gehen. Und dann siehst du ja Tiefsand, Schotter, Mineralgemisch, fest angelegt auch, geht. Bisher ist das Ding nur bei uns in Langenhagen bis in der Kieskuhle gefahren. So richtig im Offroad-Einsatz war der noch nicht. Aber genau das wollen wir heute testen. Weil, ja, ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass für 2400 Euro so ein Auto, dass man da so viel Spaß mit haben kann, wie wir es haben will. Doch. Reifenwahl, ich habe lange so ein Auto selber gehabt, auch im Winterbetrieb, also sensationell. So, das ist nämlich das Coole. Rolf ist nicht nur unser Instructor heute, sondern du hast Offroad-mäßig auch ein bisschen Erfahrung. Genau. Wofür habt ihr diese Strecke hier eigentlich? Auch für unsere Kunden. Also tatsächlich, wir haben ja Präsentationen, wo dann ein Hersteller kommt, der auch SUVs und so weiter hat, deswegen auch meiste SUV-tauglich gemacht, dass man tatsächlich sagen kann, ja, wir haben die schnelle Straße, Bilsterberg natürlich, und haben dann hier auch noch die Möglichkeit, Offroad zu fahren. Dann vom Clubhaus haben wir ja auch die Möglichkeit, sogar beide Strecken gleichzeitig zu fahren. Das heißt, du kannst auf der einen Seite ja starten vom Clubhaus direkt auf die Strecke, mhm, und auf der anderen Seite machst du Offroad. Gibt's, also die Kombination gibt es häufiger. Okay, cool. Weil das wollten wir auf jeden Fall einmal zeigen, welche Facetten der Bilsterberg alles so zu bieten hat. Und jetzt geht's Offroad los. Ich bin echt gespannt. Ich würde sagen, let's go. Direkt reinstarten, ja klar. So, Rolf, du bist ja Instructor hier heute, ne? Erstmal fährst du jetzt gerade einmal davor. Also wir können bei diesem Fahrzeug können wir ja tatsächlich von Heckantrieb auf Allrad High und Low. Das heißt, man hat zusätzlich noch eine Untersetzung. Ne? Da siehst du auch, genau. Wunderbar. Und du kannst auch sogar auf N, du kannst einen Nebenantrieb. Also du könntest sogar eine Seilwinde per Nebenantrieb. Die ist zwar jetzt nicht angeschlossen, aber du könntest sogar einfach nur mit dem Motor was antreiben. Geht auch. Haben die noch. So, und dann kannst du halt von 2 auf 4H kannst du auch während der Fahrt schalten, bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit, und dann musst du halt stehen, um die Kurzübersetzung anzumachen. Das heißt, fürs ganz krasse Gelände Kurzübersetzung, damit einfach aus den 60 PS genau hier gefühlt 100 PS werden. Wichtig ist, ne? Bleib bloß auf dem Gas dann, ne? Wir fahren jetzt nicht rückwärts runter, ne? Wirklich direkt da hoch, ne? Ja. Also wenn du sagst, das Auto kann das, das Auto kann das. Also. Ich weiß zwar nicht, ob mit uns beiden, aber eigentlich sollte es das. Ich so, das heißt, wir fahren los und ich halte einfach nur Gas. Ja. Und das ist immer das Krasse. Beim Offroad-Fahren, da werden wir ganz viele Momente haben. Das Auto kann viel mehr, als man eigentlich denkt. Ja. Was ist da hinten dahinter? Da können wir auch rüberrollen. Ja, ja. Okay. Maxi, willst du hinten rein? Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Fahr erst mal einmal kurz gerade davor. Und dann, so wie ich es eben gemacht habe, erstmal, dass du das Gefühl dafür kriegst. Geht natürlich jetzt schwerer mit der Lenkung, weil die Sperre drin ist. Ja, ich soll wieder runterrollen gleich, sagst du? Ja, ja, fahr erstmal so ein Stück, dass du das Gefühl dafür kriegst, aber langsam, ne? Du könntest jetzt auch schon hochfahren, wenn du willst. Hast du das Gefühl? Ja, ja. Ja. Und wenn jetzt ein bisschen mit Schwung und dann aber auch wirklich auf dem Gas bleiben, ne? Also, gefühlt ist wirklich wie, als wenn das Ding gleich Wheelie macht. So sieht es von der Seite aus. Und wenn du runterrollen solltest, gerade, ja, ja, niemals ja, ja lenken. Niemals lenken, alte Offroad-Weisheit. Bereit? Kann losgehen? Geht jetzt nicht um Vollgas. Vollgas gibt es erst, wenn einer geraden ist, ne? Ja. Jetzt.
Ja, ey, da hätte ich ja nie. Alter, gefühlt macht das Ding ja echt Wheelie. Oh, schon oben. Also die Offroad-Freaks werden sich jetzt sagen, die beiden Spinner da, was machen die für einen Quatsch da? Aber ich kann euch sagen, es macht wirklich Fun. Wie ist das hier so? Wird das hier von euch gepflegt oder ist das einfach nur zum Fahren da? Nein, das ist wirklich auch fest angelegt. Ne? Das heißt, also, du siehst ja hier schon, das ist fest auch eingelassen. Das heißt, du kannst hier 100 Mal fahren, ist immer wieder das Gleiche. Das ist natürlich für unsere Kunden auch wichtig, weil nicht, dass der eine hat es geschafft und der andere hat aufgesetzt. Ne? Aber für so diese richtige Offroad-Szene, die man kennt, dann irgendwie mit V8 und Leistung und so weiter, ist das hier nichts. Nee, das ist schon mehr für Serien. Weil du nicht hier in das Wasser stehen hast, wo du durchfährst. Ah. Gibt also, es auch, aber das ist halt nicht die Klientel, die wir haben. Attacke! Roboti! So, wie war's? Hätte ich niemals gedacht, dass der Haufen hier da so hochfährt. Also ich habe wirklich kein Gas gegeben, sondern also es ist wirklich so, ich hatte auch Angst, Gas zu geben, weil wenn das Ding jetzt Leistung hätte, hätte ich das Gefühl, Gas geben und du fliegst hinten so rüber. Yeah. So, also man ist einfach nur froh, dass das Ding da so hochfährt. Aber witzig ist halt, mit unserer Performance-Rückenlehne hier war es halt auch tatsächlich so, man geht so langsam in Liegestellung und guckt eher so da so raus. Und du siehst halt dann oben beim Fahren wirklich gar nichts mehr. Ja. Also wenn da oben ein Auto gestanden hätte, ich wäre einfach reingefahren. Genau. Ich wäre wirklich einfach reingefahren. Deswegen haben wir ja diese moderneren Kameras unten drunter an allen Ecken und so weiter. Ah, die haben echt eine Kamera. Ja. Kannst du über das Navi-Display siehst, wo du hinfährst. Ja, das wird dann nämlich Step 2 dieser in Anführungsstrichen Videoreihe. Wir müssen auf jeden Fall mal was Modernes hier fahren. Okay, so, fahr ich da mal links lang. Ja, der Trick ist jetzt einfach drin lassen und den Rest, Gang drin lassen. Immer schön Gang drin lassen. Und dann einfach über Standgas, ehrlich jetzt. Und nur wenn er ausgehen sollte, dann der bremst jetzt schön mit. Und das haben zum Beispiel diese Defender und so weiter, die haben Anfahrhilfen. Da machst du einen Gang rein und fährst. Brauchst nur einen Lenk. Also man fährt auch noch langsamer als jetzt. Du musst eigentlich noch ein bisschen langsamer. Ja, noch langsamer. Ich kenne das so, dass man möglich. Also selbst du beim kannst Offroad froh sein, dass wir eben zu Fuß durchgegangen sind. Ja, aber selbst beim Offroad-Fahren will man noch möglichst schnell von A nach B kommen. Fahren wir mal eins. Rechts hoch. Du willst möglichst technische Hindernisse schaffen. Ach so. Hier siehst du die ganzen Schilder. Siehst du, wir sind jetzt hier bald nicht hin, ne? Aber geil ist, wie kurz er jetzt mehr sitzt, Alter. Der fährt sich wie, als wenn hier ein V8 drin ist. Ja. Also ich kann euch das auf jeden Fall nur empfehlen. Gibt es, habt ihr dann auch so Trackdays extra für Offroad oder wie kann man hier Offroad bei fahren? So ähnlich wie so Racetrackdays gibt es auch sowas für Anfänger. Und da muss man ja auch fairerweise sagen, wenn jetzt einer da nichts kennt, der findet das natürlich völlig überraschend. Aber die richtige Offroad-Szene, wie gesagt, die fährt durch den Tümpel, du siehst das Auto nicht mehr. Ne? Das ist was anderes. Also das ist ja schon eher die Einsteiger. Ja, genau. Aber wie gesagt, selbst ein SUV würde ja jetzt, was wir jetzt hier durchgefahren sind, würde das schaffen. Bis auf die Steigung vielleicht. Ja. Aber alles andere fährt ein SUV auch durch. Ne? Und ja, kannst eigentlich auch. Aber bei solchen Sachen jetzt, wenn ich jetzt eine Kuhle habe und eine Erhöhung, versuche ich immer durch die Kuhle zu fahren? Nee, ich versuche eigentlich schon so, dass möglichst, möglichst gerade, also wenig Kippwinkel. Also du willst jetzt ein bisschen nach rechts fahren und dann nach links gerade runter. Dass der möglichst jetzt schon nach links weiter, das war erst gar nicht in die Schräge kommen, dass du möglichst gerade immer den Abhang runterfährst. Und das macht der auch dann los, ne? Das ist echt, das ist so ein Ding, das geht halt. Ne? Die Reifen sind auch wirklich nicht die schlechtesten, die hier drauf sind. Das ist also wirklich die halbe Miete. Ja, hier waren im 2.4 noch mit drin, die Reifen. Ja, aber hinten auch nur mit 0,8 Bar, ne? Wie ich es gesagt habe. Aber jetzt, ja, da kriegt doch das Wort Action Cam nochmal eine ganz neue Bedeutung hier heute, oder? So. Ah. 60 jetzt hier an der Schräge möglichst weit unten bleiben. Also wirklich, genau. Dass wir mit unserer Personenzahl nicht oben nicht. Also Kitten, da waren diese Autos empfindlich, wenn sie. Ich wollte nicht ganz so durchfahren. Mach mal rechts. Das war ein Arm, der sich auskennt. Canyon. Da bleibst du aber schön links. Wenn du da oben zu weit rechts fahren würdest, fällst du nämlich um. Siehst du das? Du kannst bis da oben hochfahren. Wir bleiben aber schön links hier. Also schön in der Ebene. Müssen wir gleich nach links auch weg. Also ein bisschen antesten. Ich will heute Abend nur nach Hause irgendwann. Ach, komm. Ich finde es gut, dass Philipp sich nicht an die Sachen hält. Mit meiner Offroad-Erfahrung von 3 Minuten können wir doch hier mal ein bisschen Dödings machen. Ja, ein bisschen mit dem Ellenbogen draußen liegst du. Brauchen wir 9 Autos. So, also hier kann man schon so ein bisschen antesten und so ein bisschen mal schräg fahren. Ne? Aber das geht ganz schnell. Einmal zu viel Kupplung kommen lassen, liegt das Ding auf der Seite. Ne? Also das geht echt schnell im Offroad. Wir gehen mit euch beiden hinten, dann wollen wir ja nichts riskieren heute. Ihr könnt da hinten noch was erzählen, ne? Ja, mach mal. Du sitzt da schön hinterm Lenkrad. Richtig. Ich habe hier nur Angst, einfach, dass ich irgendwie aus dem Fahrzeug rauskomme, wenn er sich gleich überschlägt. Nein, er schlägt sich nicht. Das Coole ist natürlich, wenn man die ganze Zeit eingekuppelt bleibt. Schön gerade fahren, ne? Also gerade runter. Gerade heißt jetzt, du würdest links in die Kuhle fahren? Ja, genau. Da links. Genau. Nee, schon links. Ja, genau. Dass er möglichst gerade zur Ebene runterfährt. Dass, wenn man die nicht auskuppelt. Mach mal die Scheibe hoch. Warum? Machst du deinen auch hoch, Juni? Wegen dem Wasser?
Aber langsam jetzt bitte. Warte mal, hallo. Das Coole ist, wenn man halt nicht auskuppelt, beansprucht man natürlich 0,0 die Kupplung. Ne? Genau. Nein, aber das ist schon gleich der Fall. Ja. Ja. Schönes Gefühl. So, und jetzt wieder den ersten Gang rein und einfach nach da weiter, nach links weiter, nicht über die großen Steine, genau, wie die Fahrspur siehst. Fahren wir jetzt mal schön hoch. Haben die beiden auch was davon? Das erste und ersten Gang reingucken. Ist Kupplung. 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 Genau. Also ein bisschen Schmack genau. Ja, genau. Ah, siehst du, jetzt wird es auch hier mal ein bisschen. Vor allem muss man jetzt reinkuppeln. Einkuppeln, ja, ich bin jetzt. Jawohl! So Jungs, wo geht's hier zum Strand? Immer schön auf dem Gas bleiben, ne? Fuß oder Kupplung? Nee, ich hab nur so. Ich riech die nämlich schon. Ja, die ist nicht mehr die beste bei den Dingen. Aber ich hab Fuß runter. Wie geht's dir? Super! Oh, wow. Ja, nein, aber nochmal, um Fahrt ist entspannt. Die eigentlichen Offroad-Events zu kommen. Die fahren nicht nach Zeit, also die fahren nach Punkten, nach Hindernissen. Ja, Hindernisse, die meist fahren die durch Stangen, da sind oben Bälle drauf, die darfst du nicht berühren und du musst in einem Zug durchfahren, du darfst nicht zurücksetzen. Ah, darum geht's, okay, also, verstehe. Genau. Du kannst natürlich alles mögliche andere auch noch probieren hier. Rechts, genau. Links. Was zum Beispiel da? Da könnte man von oben noch mal ranfahren. Warte mal. Auch von unten, meinst du, kommen wir nicht hoch? Oder meinst du, das ist für vier Leute zu heavy? Nö, nee, der ist hinten bei eben auch schwarz. Ich da. Ist ja nur das kurze Stück. Und dann drüber, dann geht's. Aber gerade wieder, ne? Du fährst erst nach links. So, Jungs, seid ihr bereit? Also hier auf, der hat ja noch diese Kippwinkel drin und so weiter. Dann siehst du auch, was kannst du noch einstellen, ne? So, und jetzt würdest du von hier aus schon Gas geben? Ja, ja. Erst einen Gang und dann Gas. Aber nicht in Vollgas, sondern einfach so. Und jetzt, genau. Müsste eigentlich müsst das gehen. Machen wir nicht, wir werden noch dreckig. Du hast die Scheibe wieder. Ich habe auch die Scheibe. Du hast die Scheibe. Lass das wieder zurückfahren, das hat keinen Sinn. Ja. Aber es würde gehen, wenn man mit ein bisschen mehr Schwung dann drum. Aber ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Nee, Philipp. Wir stehen im Matschloch. Ne? Ich würde ein bisschen mehr links fahren, oder nicht? Können wir bitte vorher aussteigen? Nee, das schaffen wir mit Philipp, der Person zwar Philipp, nicht. Nein, das schaffst du mit der Philipp, Person. Philipp, ich will aussteigen, kein Scheiß jetzt. Das wird doch nichts. Vor allem jetzt sind die Reifen schon, der ist schon jetzt direkt drin. Fahr mal nach gerade zurück, nach dahin zurück. Ja, ja. Wir müssen ein bisschen mehr Vertrauen zum Auto haben. Kannst du alleine machen, gerne. Das kannst, oder pass auf, das können wir echt machen, weil alleine schaffst du das, weil es leichter ist. Ist wirklich jetzt kein Quatsch. Das geht. Und dann kannst du da, kommst du da wieder raus, ne? Aber wie auch immer gerade. Und da fahre ich runter, oder? Ja, und vor allem, wenn du dann gleich richtig schön dreckig bist und man das rote Oberteil nicht mehr sieht, dann muss ich. Egal, ich hab noch ein paar Sachen mit. Philipp, bitte aus dem Bälleparadies abholen. So. Seid ihr bereit? Ja. Kann ich losgehen? Gerade und drin, ne? Ja, ja, alles gut. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Was kann das denn sehen? Wir haben es gleich. Ja, ja. Vorne kann ich noch weiter? Ja, ja. Ich sage, der Weg ist das Ziel. Jetzt gerade zurückgehen. Ich will aber hoch. Hey. So, Blumen haben wir auch schon. Alle mal einsteigen wieder. Ja, mach mal. Aber genau solche Situationen braucht man. Um es zu lernen. Ja, 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 ist richtig. So, ach, und das macht auch langsam. Und dann musst du auch wirklich anhalten. Nee, genau. Also ich glaube auch, das ist so eine typische Situation, wenn man da zu hastig was Falsches macht, ohne sich zu überlegen. Dann geht es halt schon schnell und man kippt, ne? Genau. Weil das war schon wenige Zentimeter, ob du kippst oder nicht. Also ich glaube schon, dass da noch ein bisschen Luft war, bis das Ding kippt. Alleine, weil ich auch zum Glück richtig rumstand.
Wenn ich andersrum gewesen wäre, hätte ich ja, weißt du, ich stand ja zum Glück zum Berg hin, aber fühlte sich schon geil. Und was du jetzt gerade gemerkt hast, wenn du Ich hätte am liebsten wirklich eingekuppelt, mehr so ein bisschen Kupplung fallen lassen, dass er sich so ein bisschen so hochzieht. So. 60 PS reichen vollkommen aus. Ich brauche gar nicht mehr Leistung hier. Wieder nach da ausholen, ne? Wo wollen wir lang? Genau, ja. Nach da oben links. Genau, genau, genau. Gerade wenn du so ein schmales Auto hast, ne? Das ist ja ein riesen Vorteil eigentlich hier an der Stelle auch. Weil wenn jetzt ein großes ist, geht das nämlich gar nicht. Oh, jetzt lassen wir langsam wieder. Genau. Jetzt fahren wir da so gerade. Genau. Genau, jetzt wieder gerade. So, jetzt fahren wir. Jungs, war schön mit euch, ne? Ja, ab in den Bomben. Junge, passt hier lieber auf, dass euch nicht aus dem Maul liegt da hinten. Und wie gesagt, dann langsam rollen das Kuppel eingekuppelt lassen, ne? Gerade durch. Gerade, gerade. So geil, ne? Ja, jetzt eben nicht. Hier, meinst du, hier fährt er auch hoch in die andere Richtung? Ja. Krass. Junge, da muss er aufpassen, dass er vom Pedal nicht runterrutscht. Wieder hoch, wa? Ja. Du warst das. Der Rückwärtsgang jetzt hoch, ne? Ja, im Leben nicht. Einsteigen. Einsteigen, Feierabend. Aber witzig war, ich habe, um noch mal gerade auf das Ereignis gerade zu kommen, ich habe schon in dem Moment probiert, dran zu denken, gerade zu bleiben. Aber es ist natürlich in dem Moment, du gibst ja eigentlich Gas und willst hoch. Und in dem Moment, wenn der dann anfängt zu rollen, musst du erstmal wieder realisieren, wie das Lenkrad und so auch gerade steht. Ne? So, jetzt nach da an den Bogen. Vorsicht, nicht so schnell. Nicht so schnell. Ja, ich stehe schon auf der Bremse. Ich fahre jetzt erstmal einmal nach vorne ran. Stopp, stopp, stopp. Vorne ran, jetzt ziehen wir gerade. Ne? Ja, genau. Das wäre jetzt aber schon bei der Wertungsprüfung Fehler gewesen. Genau, also du hättest weiter ausgeholt. Ja. Nochmal zurück, weil wir sind zu zweit. Ich habe keinen Bock, dass wir jetzt bei der letzten aufzufliegen. Theoretisch, wenn wir einfach nur gerade fahren, können wir ja nicht viel falsch machen. Nee, dann muss rollen lassen. Darfst du nicht das Bremsen anfangen dann? Gar nicht bremsen, einfach rollen? Dann nicht. Wenn du meinst, dass es Kick kommt. Aber passiert nichts. Aber guck mal, jetzt sind wir ja gerade. Ja, genau, jetzt genau gerade. Jetzt schon wieder ein bisschen gerader lenken, genau. Oder müssen wir ein bisschen weiter nach rechts? Nee, ja, ein bisschen, aber nur ein bisschen. Aber jetzt eingekuppelt, ja, lass mich. Jetzt gerade. Ist das steil? Ja, ne? Ja. Hallo. Kannst aus dem Dach rausgucken. Aber da sieht man mal, wie gut die Reifen sind, ne? Weil wir stehen ja echt gerade hier. Wir stehen ja echt gerade. Also wenn du jetzt mit diesem richtig angreifen willst, dann hast du noch einen Sperren hier drin. Dann ist er eigentlich unschlagbar. Also, wir haben zwei Sperren hier. Jungs, ich habe das getestet, wir können das zusammen machen. Merkst du, was die Offroad fahren, wie so dein, ne? Doch, selber fahren ist alles immer cool. Ja. Was soll ich sagen? Also ich glaube, wir können auf jeden Fall Rolf sagen, wir haben das Ding auf jeden Fall anständig versucht zu benutzen, ne? Genau. Das haben wir schon mal gemacht. Oh, das ist, guck mal hier, Camouflage. Merkt euch beim Offroad niemals saubere Klamotten anziehen, immer Wechselklamotten mithaben. Du würdest ja nur die Scheibe oben lassen, bei mir ist ja nichts passiert. Ich hab's dir gesagt, mach die Scheibe hoch. Wolltest du ja nicht? Hat mega Spaß gemacht. Danke, mir auch. Erste Offroad-Erfahrung, wenn ihr auch Bock drauf habt, bucht euch irgendwie einen Checkday hier, kann man richtig geil mit rumfahren. Muss gar nicht irgendwas Übertriebenes, Teures sein, um hier Spaß zu haben. Genau. Also ihr seht wirklich, selbst in der Liga kann man schon wirklich Spaß haben. So. Da wird noch viel, viel mehr gehen. Der eine oder andere wird mit dem Ding wahrscheinlich volles Ballett hier hoch und runter fahren. Für mich reicht das auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Sehr gerne. Danke. Ich hoffe, die Suzuki Samurais werden jetzt nicht so im Preis wieder nach oben gehen. Aber mit so einem Auto kann man einfach Spaß haben. Wir wollten euch einfach mal was anderes zeigen. Danke fürs Zuschauen. Wir drehen jetzt noch ein paar Runden hier. Mal gucken, ob er heute noch auf dem Dach liegt. Hoffentlich nicht. Ansonsten ist es ein Video. Du hast das schon ganz schön gemacht, muss man ja wirklich sagen. Wir lassen die GoPros laufen. Er hat sich echt Mühe gegeben. Man sieht das. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, man sollte das auch wirklich nicht alleine machen, weil ich weiß, wenn ich mit dem Ding alleine hier losgefahren wäre, dann wäre das Video anders geändert. Ja. Viele Sachen habt ihr ja mitgegeben. Der Instruktor ist immer Pflicht, ne? Ohne fährt hier gar keiner. Weil du geht ganz schnell, hast du ja gemerkt. Ne? Ja. Und auch gerade, das ist ja beim Rennstreckefahren das Gleiche. Du brauchst diese Situation über dem Limit, um halt Erfahrungen da drin zu sammeln, was in dem Moment passiert. Ne? Und so brauchst du das hier natürlich auch. Wenn das jemand schon öfter gemacht hat, der wird beim rückwärts runterrollen natürlich in dem Moment besser reagieren, wird gerade runterkommen und so weiter. Ne? Und du warst langsam als Schrittgeschwindigkeit. Ja. Du hättest dich genau noch auf den Deckel legen können. Ne? So schnell geht's. Ja.
Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.